Liebe Freunde, erstmal herzlich willkommen hier an die YouTube-Zuschauer. Ich sitze hier gerade im Stream und es geht um das Pikmin 3 Release. Da wollte ich sowieso drüber reden, über Pikmin 3 Deluxe und über die allgemeine Switch-Situation, denn die ist, ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen, weil ich muss mich erstmal direkt, bevor es gleich losgeht mit dem Hate, den man momentan direkt bekommt, sobald man irgendetwas Negatives über Nintendos Verhalten sagt oder so, da ist ja momentan der Trend, die hauen eine Direct raus, in der nichts passiert, also eine Direct für Third-Party-Titel und haben selber kein einziges Spiel angekündigt und Leute, die sich dann darüber beschweren, dass sie das nicht gut finden, werden dann auf Twitter runtergemacht von wegen, was man denn für ein Idiot ist, dass man sich da beschwert drüber. Man sollte doch dankbar sein, dass Nintendo überhaupt eine Direct macht. Das ist halt kompletter, meiner Meinung nach, kompletter Blödsinn. Und jawohl, was ist denn das für eine Einstellung? So nach dem Motto, ja, da ist halt diese große Firma, von der ich die Konsole gekauft habe und die haben kein einziges Spiel angekündigt. Und jetzt machen die das, worauf alle seit Ewigkeiten warten, eine Direct, in der man hofft, also natürlich nachdem es hieß, die Third-Party-Spiele werden da gezeigt, war mir auch klar, okay, da werden keine Nintendo-Spiele gezeigt, das ist auch nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass generell keine Nintendo-Spiele gezeigt wurden, ne? Also dass man nicht eine richtige Direct bekommen hat oder neue Spiele, was meiner Meinung nach ein großes Problem ist, denn man muss ja jetzt auch mal ganz ehrlich sein. Und da könnt ihr jetzt auch mal alle Hand aufs Herz, ne? Auch an die Leute, die immer sagen, nee, ich spiele jetzt gerne die Third-Party-Titel auf meiner Switch. Das tut ihr ja auch so ein bisschen aus der Not heraus. Denn jetzt kommt es nämlich, ne? Und dann, jetzt mal wirklich ehrlich, ich kann verstehen, wenn ihr da noch ein bisschen gegenredet, aber versucht es zu verstehen. Denn wenn ich jung wäre, hätte ich auch gegengeredet. Das Ding ist ja, man kauft so eine Konsole. So, im Fall der Switch zahlt man 330 Euro für diese Konsole. So, und eine Nintendo-Konsole, da muss man einfach auch mal ehrlich sein, kauft man in der Regel, um Nintendo-Spiele zu spielen. Ist einfach ein Fakt. Das Ding ist halt, ich kaufe mir keine Konsole für 330 Euro, um Third-Party-Spiele darauf zu spielen, die wesentlich schlechter laufen als auf den anderen Konsolen. Wenn ich also wirklich das Interesse gehabt hätte, Third-Party-Spiele zu spielen, dann hätte ich mir keine Switch gekauft. Seien wir doch mal ganz ehrlich, da kaufe ich mir doch nicht die Switch, um diese Spiele in der schlechtesten Version zu spielen. Oder liege ich da falsch? Jetzt kann man natürlich das Argument bringen, aber Wollo, du hast da doch ein Handheld bei. Ja, das ist ja das Schlimmste an der Sache. Nein, du kannst überall spielen, wenn du es. Aber das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding. Ich wollte doch gar kein Handheld. Ich war also sogar bereit, extra Geld zu bezahlen für etwas, was ich gar nicht wollte, nur um diese Nintendo-Spiele zu bekommen. Ne, ich bin schon diesen Kompromiss eingegangen und habe extra Geld ausgegeben für eine Funktion, die mich nicht mit der Arschritze interessiert. Habe ich aber gemacht. Weil ich wollte ja meine Nintendo-Spiele. So, und jetzt sitze ich hier 2020 und habe keine Nintendo-Spiele. Und wenn ihr jetzt kommt, doch, du hast Nintendo-Spiele. Nein, habe ich nicht. Xenoblade Chronicles hatte ich schon auf der Wii. Kam danach nochmal auf dem 3DS. Wird dann zum dritten Mal geremaked. Das ist nicht gut. In so kurzer Zeit. Dreimal dieses Spiel rauszubringen. So schön das Spiel auch sein mag, ne? Ich hatte es ja schon auf der Wii. Finde ich okay. Dann haben wir Animal Crossing. Klar. Für Animal Crossing-Fans, schöne Sache. Aber dann kam wieder ewig lange. Und mit ewig lange meine ich wirklich ewig lange nichts. Bis jetzt Paper Mario vor kurzem kam. 51 Worldwide Games, klammer ich aus jetzt mal an dieser Stelle, ne? Weil das ist eigentlich nichts. Da muss man auch mal ehrlich sein. Das ist eigentlich gar nichts. Könnte auch gerne gegenreden, aber eigentlich ist das nichts. So, dann haben wir nämlich bis Paper Mario nichts.
Paper Mario kam dann raus. Auch kein schlechtes Spiel. Aber ist jetzt auch eher ein Spiel, wo man sagt, ja, das kommt halt so noch nebenbei raus. Zwischen den guten, großen Spielen nehme ich mit. Ist schön. So ganz als Alleinstellungsmerkmal für ein halbes Jahr gefühlt. Oder kommt ja hin, eigentlich. So als einziges Spiel von Nintendo aus für ein halbes Jahr. Wenig. Schon wenig. Und jetzt haben wir endlich neue Informationen. Und zwar am 30. Oktober. Das bedeutet im Grunde 3 volle Monate, die noch gewartet werden müssen. Bis zum nächsten Wii U Remake. Oder Re-Release. Whatever. Port ist das Wort, das ich suche. 3 Monate muss ich jetzt auf den nächsten Port warten. Mein Glück an dieser Stelle. Ich habe Pikmin 3 nie gespielt. Ich werde es also spielen können. Allerdings könnte ich es auch heute spielen, denn ich habe es auf der Wii U da. Und da traust du dich zu beschwerden, sagt Gumballord. Ja, da traue ich mich zu sagen, das finde ich nicht gut. Jetzt ist die Sache. Folgendes ist ja noch in der Gerüchteküche am Brodel. Denn sie brodelt, dass in den nächsten 2 Wochen eine Nintendo Direct kommen soll. Es gibt Gerüchte. Es gibt im Grunde 2 Versionen. Ne? Also die Tatsache, dass die Pikmin jetzt so rausgehasselt haben, die Information, spricht für 2 Dinge. Für 2. Entweder diese Direct ist eine Direct, die um Third Parties sich dreht. Oder Indies, kann auch sein. Sowas. Da würde Pikmin nicht reinpassen. Ja, ganz klar. Oder es ist endlich die Direct für das 35th Anniversary von Mario. Denn da würde Pikmin auch nicht reinpassen. Es kommt einfach keine Direct. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Denn derjenige, der das geleakt hat, hatte bisher immer mit den Directs recht. Zumindest seine kommt. Was das für eine Direct war, konnte falsch sein. Aber er hatte bisher immer recht, dass sie kommen. Von daher habe ich da schon Vertrauen, dass es passiert. Aber wie gesagt, es kann halt auch genauso gut eine Third-Party-Direct sein. Und da die Frage gerade kommt, klar habe ich eine Switch. Fire Emblem Direct. Ja, alles möglich. Theoretisch möglich, aber wahrscheinlicher halte ich tatsächlich das Mario-Ding oder die Third-Party-Direct, weil das wollten sie auch weitermachen. So, aber was ich hauptsächlich sagen will, ich kann nicht verstehen, wie Leute wirklich da sitzen können und sagen können, die finden das gut. Und ich habe ein Gerücht gehört, beziehungsweise ich habe was gehört, vielleicht kann man das ja mal jemand bestätigen. Das habe ich nur so als Randnotiz wahrgenommen. Nintendo hat wohl auch große, große, große Probleme mit der ganzen Homeoffice-Geschichte. Ich meine, das Release-Verhalten von Nintendo spricht schon dafür. Ich habe gehört, haltet euch fest, bei Nintendo in Japan nutzt man immer noch, fürs Homeoffice, nutzen die Faxgeräte. Die schicken sich ihre Infos per Fax zu. Das ist eine Information, die ich halt auch glatt glaube. Das würde ich Nintendo safe zutrauen, dass sie das so machen. Sofort. Glaube ich denen sofort. Doch, ich glaube das. Hat da mal irgendjemand was von gehört? Ich habe das halt in so einer Randnotiz im Video von jemand anderem mitbekommen. Und dachte mir, Alter, wenn das stimmt, das würde so einiges erklären, ne? Faxe sind in Japan allgemein noch sehr beliebt, höre ich hier. Huck. Komplett lost. Allgemein in Japan noch sehr weit verbreitet und findet Verwendung. Ja, da seht ihr es, ne? Das ist natürlich eine Schwierigkeit. Das kostet natürlich Zeit. Und wie gesagt, Nintendo wäre es sofort zuzutrauen. Ich weiß es nicht, aber deswegen geht auch nichts voran, ne? Es würde halt Sinn machen. So oder so. Das war eine kurze Meinung zu der Situation. Ich werde Pikmin aber spielen. Dann wahrscheinlich auf Wolle und Cornel Gaming. Als Let's Play. Müssen wir natürlich nutzen. Das eine Nintendo-Spiel, das dieses Jahr vielleicht noch rauskommt. Aber wer weiß, ne? Vielleicht kommt der Direct und ich werde noch überrascht. Ich will es sehr hoffen. Weil ansonsten ist 2020 eher so ein Wii U-Jahr gewesen. Und eigentlich dachte ich ja, mit der Switch wäre das vorbei, ne? Die Zeiten der Wii U.
Aber die lebt irgendwie gefühlt wieder auf. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Interesse. Und wir sehen uns gerne in anderen Videos wieder. Haut rein.